Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Hier möchte ich in das Thema Vernetzung einsteigen, wobei es zunächst einmal um Protokolle und dann um zwei grundsätzliche Arten der Vermittlung gehen soll, also darum, wie man eigentlich Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger bekommt. Wir hatten uns schon angeschaut, wie man Nachrichten übertragen kann, indem man sie ganz konventionell auf ein Medium wie eine Tontafel oder ein Stück Papier schreibt und dieses Medium von einem Ort zum anderen transportiert. Aber es gibt auch so etwas wie eine Fernübertragung, also die Möglichkeit, eine Nachricht über eine Entfernung zu transportieren, ohne dass wir dabei unmittelbar einen Datenträger durch die Gegend bewegen. Zwar sind wir nicht in der Lage, uns oder auch Gegenstände zu beamen wie bei Star Trek, aber die Übertragung von Nachrichten ist wohl unsere beste Annäherung daran. Immerhin können wir hier beispielsweise Töne, die sich eigentlich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten, mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Eine ganz einfache Möglichkeit für die Übertragung von Tönen, die allerdings noch nicht mit Lichtgeschwindigkeit funktioniert, ist das sogenannte Schnurtelefon, das wir vermutlich alle irgendwann mal in unserer Kindheit ausprobiert haben. Dabei können wir eine Nachricht in eine solche Dose sprechen, die über eine gespannte Schnur in eine andere Dose übertragen wurde. Wenn sich eine der beiden Gesprächspartnerinnen die Dose vor den Mund hält und dort hineinspricht, versetzen die Schallwellen, die ihren Mund verlassen, den Boden der Dose in Schwingung. Über die straff gespannte Schnur werden diese Schwingungen an den Boden der anderen Dose übertragen. Hält der Gesprächspartner am anderen Ende der Schnur seine Leitung ans Ohr, kann er die übertragenen Schallwellen wahrnehmen. Eigentlich eine ganz praktische Sache, wenn man Social Distancing betreiben muss. Ein kleines Problem besteht dann natürlich darin, dass beide Teilnehmerinnen möglicherweise gleichzeitig sprechen wollen oder aber nicht wissen, ob die andere gerade etwas sagen will oder man selber etwas sagen kann. Vom Telefon oder aus Videokonferenzen kennt ihr sicher diese Situation, dass zwei Leute gleichzeitig anfangen zu sprechen oder aber komische Pausen entstehen, weil man dem anderen nicht ins Wort fallen will. Im direkten Gespräch kann das auch passieren, aber Gestik und Mimik helfen da oft. Die fehlen beim Telefon. Und bei Videokonferenzen gibt es meist doch eine leicht verzögerte Übertragung, sodass Gestik und Mimik nicht in Echtzeit, also etwas zu spät, ankommen. Beim Schnurtelefon ist das, insbesondere wenn man sich gegenseitig nicht sieht, natürlich ein Problem. Wenn sich beide die Dose vor den Mund halten, hört keiner etwas. Wenn sich beide die Dose ans Ohr halten, passiert nichts und die Leitung bleibt stumm. Man muss sich also etwas ausdenken, wie man vereinbart, dass die eine Gesprächspartnerin weiß, dass sie nun sprechen kann und der andere zuhört und umgekehrt, dass der andere weiß, dass er sich die Dose nun ans Ohr halten sollte, damit er etwas hören kann. Eine solche Vereinbarung nennt man auch ein Protokoll. Die beiden einigen sich auf bestimmte Regeln, wie man dem anderen mitteilt, ich bin jetzt fertig mit Sprechen, jetzt darfst du. Wenn man das eigentlich immer beim Wechsel der Rolle von der Sprecherin zur Hörerin oder umgekehrt machen muss, wird man sich da eine kürzere Formulierung ausdenken. Bei Walkie-Talkies, den kleinen Handfunkgeräten oder auch bei anderen Funkgeräten hat man ein ähnliches Problem. Ihr kennt das vielleicht entweder selber oder aus dem Fernsehen von Polizeiserien beispielsweise. Dort muss oft eine Taste am Gerät gedrückt werden, die es einem erlaubt zu sprechen. Und wenn man seine Nachricht gesprochen hat, sagt man so etwas wie Over. Generell ist es im Sprechfunk so, dass man auf Kanälen kommuniziert, auf denen sich sehr viele Leute aufhalten können. Rein theoretisch könnten alle gleichzeitig sprechen, aber das wäre natürlich wenig sinnvoll und würde die Kommunikation letztlich verhindern, statt sie zu ermöglichen. Idealerweise spricht nur einer und alle anderen hören einfach zu. Damit das aber funktioniert und es kein großes Durcheinander gibt, erfordert es etwas, das man Funkdisziplin nennt, dass sich jeder an gewisse Regeln hält, wie man miteinander kommuniziert. Auf dieser Folie sehen wir eine Mitschrift eines ganz kurzen Gesprächs, wo zwei Leute nur einmal kurz Kontakt aufnehmen, ganz kurz miteinander quatschen, sich austauschen und die Verbindung anschließend wieder beenden. Hier tauchen bestimmte Phrasen immer wieder auf. Das Ganze beginnt mit CQ. Der eine sagt dreimal hintereinander CQ, CQ, CQ. Er sucht jemanden und sagt dann, ich heiße DL1BSP. Das ist seine Funkkennung, gewissermaßen eine Telefonnummer oder Adresse. Ich rufe in die Welt hinaus und jetzt horche ich. Dann muss er natürlich eine Pause machen, um anderen Leuten die Gelegenheit zu geben, zu antworten. Wenn nach einer Weile niemand geantwortet hat, wird er das wiederholen und wieder warten. Hier antwortet aber tatsächlich jemand und sagt ihm als allererstes, hallo, ich spreche jetzt mit dir, DL1BSP. Es könnten ja auch andere Leute auf dem Kanal sein, sodass er hier also deutlich machen muss, mit wem er spricht. Ich bin G9EG und ich rufe zurück. Damit beendet er seinen Beitrag auch sofort wieder. Mit dem Calling am Ende signalisiert er dem anderen auch, dass er jetzt erst einmal nichts weitermachen wird, sondern wartet, was nun kommt. Nun kann der Erste widersprechen und der folgende Austausch sieht dann so aus, dass der eine etwas sagt und seine Aussage damit beendet, dass er dem anderen mit Back to you signalisiert, dass er nun widersprechen kann und dann sagt, jetzt horche ich wieder. Damit weiß der andere, dass er nun widersprechen kann und gibt sich zunächst noch einmal zu erkennen, sagt dann, was er sagen will und beendet seinen Funkspruch in ähnlicher Weise. So könnte das Gespräch im Prinzip sehr lange gehen, hier ist es aber nur ein sehr kurzes Gespräch. Um das Gespräch zu beenden, sendet der eine noch einmal seine Kennung und der andere beendet das Gespräch mit dem Kürzel
QRT, das für Beendigung des Sendebetriebs steht. Die beiden beenden also ihre Verbindung zueinander. Solche Kürzel werden von Funkern verwendet, um bestimmte Dinge kurz und präzise sagen zu können. So sagt QTH etwas über den Standort aus und QSO ist einfach ein Funkgespräch. Was wir hier sehen, sind neben dem eigentlichen Gesprächsinhalt, der zwar einiges an Funkerlingo enthält, aber ansonsten ein ganz normales Gespräch ist, bestimmte Vereinbarungen, die teilweise informell sind und teilweise formalisiert, wie eben diese Kürzel, aber auch die Phrasen, die jeweils am Anfang und Ende eines jeden Funkspruchs gesendet werden. Auf diese Art und Weise kann man mit einem solchen Protokoll regeln, wie man Nachrichten miteinander austauscht, also unter anderem, wer horcht wann, wer erwartet was vom Gesprächspartner. Solche Protokolle werden uns wieder begegnen, wenn wir uns mit dem Internet beschäftigen. Dort geht es dann um den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Computern. Und auch da muss geregelt sein, wer etwas sendet, wer vielleicht eine Empfangsbestätigung zurücksenden soll und wie ein Computer einen anderen auffordern kann, eine Nachricht zu senden. Da wird das Ganze natürlich technisch sein und daher komplett formalisiert sein müssen, da wir es dann ja wieder mit Maschinen zu tun haben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie die Signale überhaupt von einem Sender zu einem Empfänger gelangen können. Mit der Dose beim Schnurtelefon haben wir offenbar eine sehr begrenzte Reichweite. Die mechanischen Schwingungen, die über die Schnur übertragen werden, werden ja durch Vibration der Schnur auf den Boden der anderen Dose übertragen. Das funktioniert nur, wenn die Schnur straff gespannt ist. Wenn sie nicht gespannt ist, schwingt da nichts. Daher hat diese Art von Telefon eine sehr begrenzte Tauglichkeit. Aber schon im 19. Jahrhundert kam man auf die Idee, dass man eine Telekommunikation vielleicht auch anders durchführen kann, dass man andere Hilfsmittel nutzen könnte, indem man nämlich beispielsweise Stromsignale überträgt. Auf dieser Idee sind vermutlich wieder mehrere Leute etwa zur gleichen Zeit unabhängig voneinander gekommen, nachdem 1832 die Forschungen zur magnetischen Induktion bekannt wurden. Zuvor gab es bereits andere Arten von Fernübertragung, beispielsweise mit dem sogenannten optischen Telegraphen, indem man beispielsweise Leuchtfeuer entzündet, Flaggen hisst oder ähnliches, wie man das aus dem Herrn der Ringe kennt, wenn Gondor Rohan zu Hilfe ruft. Eine optische Telegraphenverbindung gab es ab 1830 auch zwischen dem Rheinland und Berlin, mit Stationen unter anderem ganz hier in der Nähe von Paderborn. Aber zurück zum Strom. Bringt man einen Stift an einem metallenen Pendel an, kann man dieses Pendel mit einem Magneten ausschlagen lassen. Wenn man nun einen Elektromagneten verwendet, kann man daher das Pendel auch ausschwenken lassen, indem man einen Taster betätigt, der den Stromkreis schließt und damit den Elektromagneten aktiviert. Solange man die Taste gedrückt hält, fließt Strom und das Pendel schlägt aus. Lässt man die Taste los, geht das Pendel in die Ausgangsposition zurück. Lässt man darunter einen Papierstreifen durchlaufen, so können die Ausschläge des Pendels, die zeitlich nacheinander erfolgen, in eine räumliche, genauer gesagt serielle Anordnung auf dem Papierstreifen übertragen werden und persistiert werden. Dieses Prinzip hat sich Samuel Morse zunutze gemacht und im Jahr 1837 seinen ersten Telegraphen gebaut. Natürlich kann man nur sehr einfache Zeichen übertragen, denn entweder ist der Strom eingeschaltet, also der Stift ausgelenkt, oder er ist ausgeschaltet, der Stift also in Ruheposition. Da stellt sich nun die Frage, wie man damit Zeichen kodieren kann, denn es sollen ja textuelle Nachrichten übertragen werden. Vermutlich kennt ihr das Morse-Alphabet, bei dem jeder Buchstabe mit einer Folge von Punkten und Strichen kodiert wird, wie die Abbildung das unten zeigt. Bei diesem ersten Apparat von Morse hätten es dann kurze oder lange Auslenkungen des Stifts sein können. Akustisch könnte man das über kurze oder lange Töne realisieren. Wir sehen hier wieder, wie ich das bei der Kodierung schon angesprochen hatte, dass es unterschiedliche technische Realisierungen geben kann, die vom Prinzip her alle dasselbe machen. Tatsächlich ging Morse aber ursprünglich einen anderen Weg, den wir hier in der Abbildung im mittleren Teil dargestellt sehen. Er verwendete keine Buchstabenschrift, sondern kodierte jeweils ein Wort mit einer Zahl, im Grunde also eine logographische Schrift. Dementsprechend schickte er also eine Zahlenfolge, hier beginnend mit 214. Die Ziffern müssen natürlich erkennbar sein, daher sind da immer kurze Pausen. Ohne Pausen gesendet wäre das hier eine 7. Daher sendet man zwei Impulse, macht eine kurze Pause, sendet einen Impuls und macht eine kurze Pause und dann vier Impulse, gefolgt von einer langen Pause, um zu kennzeichnen, dass hier das Wort, Ende des Worts erreicht ist. Dann kann das nächste Wort gesendet werden. 3, kurze Pause, 6. Wieder eine längere Pause und das nächste Wort, das in diesem Fall nur aus einer einzelnen Ziffer, der 2 besteht. Und so weiter. Der Empfänger hat dann ein Papierband mit lauter aufgemalten Zacken vor sich liegen. Wenn er weiß, dass es sich um eine Botschaft in diesem ersten Morse-Code handelt, kann er dies nun in eine Zahlenfolge zurückübersetzen. 214, 36, 2 und so weiter. Aber woher weiß er nun, was er da als Nachricht empfangen hat? Dafür braucht er ein Wörterbuch. Sender und Empfänger brauchten also ein identisches Wörterbuch, in dem sie dann nachschlagen konnten. Wollte der Sender das Wort successful senden, schlug er in seinem Buch nach und stellte fest, dass dies mit der Zahl 214 zu kodieren sei. Diese Zahl konnte er dann schicken und der Empfänger in seinem Buch nachschlagen, wofür die Zahl 214 steht. Er benötigte also das entsprechende Gegenstück dieses Buchs, das nach Zahlen sortiert war und in dem er nachlesen konnte, dass diese Zahl für das Wort successful steht.
Und so natürlich für alle weiteren Wörter bzw. Zahlen. Wörter, die im Wörterbuch nicht enthalten waren, konnten nicht versendet werden. Damit war die Nachricht dekodiert und erfolgreich übertragen. Wenn man einen Text versenden will, wird man den sinnvollerweise vorher komplett nachschlagen, sich also alle Zahlen, die für den zu versendenden Text stehen, notieren und dann diese Zahlenfolge eintasten. Der Text, den wir hier in der Abbildung sehen, Successful Experiment with Telegraph, September 4, 1837, kodiert man also entsprechend dem Wörterbuch von Morse als die Zahlenfolge 214, 36, 2, 58, 112, 4, 1837. Vor den beiden Zahlen am Ende sehen wir noch eine Besonderheit. Es steht jeweils eine 0 davor. Damit wird gekennzeichnet, dass als nächstes nicht das Wort 4 bzw. das Wort 1837, die ja jeweils Wörtern in dem Wörterbuch entsprechend gesendet werden, sondern die Zahl 4 und die Zahl 1837. Alles nach der nächsten Wortpause ist dann wieder ein normales Wort, wenn es nicht selber wiederum mit einer 0 eingeleitet wird. Morse hat sich dann schon relativ bald ein neues Alphabet ausgedacht, eben das uns heute noch geläufige, nach ihm benannte Alphabet, das ich eben schon angesprochen hatte und hier unten in der Abbildung zu sehen ist. Hier haben wir dann wieder den Übergang von einer Wortschrift zu einer Buchstabenschrift. In der Abbildung ist oben noch ein ähnliches Alphabet zu sehen, das Karl August von Steinhal für seinen ein Jahr zuvor erfundenen Telegraphen ersonnen hat. Dieser verwendete zwei Stifte, mit denen Punkte auf einen Papierstreifen gemalt werden konnten. Mit diesen Technologien war man dann erstmals in der Lage, Nachrichten über größere Distanzen zu schicken. Es gab natürlich diverse Weiterentwicklungen, beispielsweise die schon in einem anderen Video erwähnten Fernschreiber. Aber vor allem natürlich die Telefonie, bei der Töne übertragen werden, wie der Name schon sagt. Wir werden auch noch sehen, wie sich das Internet hiervon ganz grundlegend unterscheidet. Wenn ich von größeren Distanzen spreche, sind damit zumindest anfangs noch keine ganz langen Strecken gemeint. Denn um diese zu überwinden, bedarf es weiterer Technik, wie beispielsweise einer Verstärkung von Signalen. Denn auch elektrische Impulse können nicht über beliebig lange Strecken verschickt werden. Aber es gibt noch ein weiteres, sehr grundsätzliches Problem, das zu lösen ist. Beim Schnurtelefon können wir immer nur mit einem Gesprächspartner sprechen, also nicht etwa nur zur gleichen Zeit, sondern das Gegenstück unserer Dose hat ja immer die gleiche Person. Wenn ich mit einer weiteren Person sprechen möchte, brauche ich zu dieser ein weiteres Schnurtelefon, das ich zur Kommunikation mit dieser Person verwenden kann. Wenn die beiden sich auch untereinander unterhalten wollen, brauchen sie noch ein Schnurtelefon als Verbindung untereinander, weil wir nicht irgendwo einen Knoten haben, zu dem wir alle hin telefonieren können und von dem aus dann weiter vermittelt würde. Eine Telefonvermittlung gewissermaßen gibt es beim Schnurtelefon nicht, sodass wir sehr viele Leitungen brauchen, wenn jeder mit jedem telefonieren können soll. Oder man müsste die Dose hin und her tragen, was irgendwie auch nicht der Sinn der Sache ist. Wollte ich also beispielsweise nur mit den 4 Tutorinnen und Tutoren dieser Veranstaltung auf diese Weise telefonieren, bräuchte ich hier schon einmal 4 Verbindungen. Und wenn die 4 auch wechselseitig miteinander sprechen können wollen, benötigt jeder zu dem anderen ebenfalls eine Verbindung, sodass wir insgesamt schon auf ganz schön viele Leitungen kämen. Und dasselbe Problem besteht zunächst einmal auch bei der elektrischen Übertragung. Dort aber kann man sich etwas anderes ausdenken. Man kann ein Kabel gewissermaßen on demand legen. Betrachten wir das einmal an dem Beispiel hier links auf der Folie. Bei den eckigen Kästchen handelt es sich um Vermittlungsstellen. Diese sind zum einen irgendwie untereinander verbunden, aber keineswegs jede mit jeder. Außerdem sind Endstellen angeschlossen. Das sind die Telefonanschlüsse der Leute, die miteinander telefonieren wollen. Hier sind nur einige wenige Leute angeschlossen, nämlich 3 Leute A, B und C an der ganz linken Vermittlung und 3 Leute D, E und F an der rechten Vermittlung. Die grauen Linien kennzeichnen die Leitungen, die die Endstellen und die Vermittlungen untereinander verbinden. Will nun beispielsweise A mit B telefonieren, ruft sie einfach bei der Vermittlung an und teilt dort mit, hier ist A, ich möchte mit B sprechen. Der Mensch an der Vermittlung ruft B an, teilt ihm mit, dass A mit ihm sprechen möchte, dann stöpselt er das Kabel, das von A bei der Vermittlung ankommt, in eine entsprechende Buchse des Anschlusses von B. Dadurch ist nun eine durchgehende Leitung von A zu B vorhanden. Sobald die beiden ihr Gespräch beendet haben, wird die Leitung getrennt. Dann könnte nun auch A mit C oder B mit C telefonieren. Statt dass jeder zu jedem eine Leitung hat, haben alle eine Leitung zur Vermittlung und diese stellt die Verbindung dann ganz physikalisch mit Steckern und Buchsen her. Was aber, wenn A mit D telefonieren möchte? D ist ja gar nicht an dieser Vermittlung angeschlossen. A ruft wieder bei der Vermittlung an und sagt entsprechend, dass sie mit D telefonieren möchte. Der Mensch an der Vermittlung stellt fest, dass er keine direkte Leitung zu D hat, weiß aber hoffentlich, in welche Richtung er weiter vermitteln muss. Dafür benötigt man Verzeichnisse, in denen man so etwas nachschlagen kann. Er ruft dann bei der nächsten Vermittlungsstelle an und teilt mit, dass er ein Gespräch für D anliegen hat. Er stöpselt dann das Kabel so, dass nun A mit der nächsten Vermittlung verbunden ist. Dieses Spiel wiederholt sich an der nächsten Vermittlungsstelle und so weiter, bis die Verbindung von A zu der Vermittlung hergestellt ist, an der D angeschlossen ist. Dort erfolgt der Anruf dieser Vermittlung bei D und die Verbindung von A zu D wird hergestellt. Mit den Steckern und Buchsen in den einzelnen Vermittlungen ist dann im Grunde genommen ein durchgehendes Kabel extra für diese beiden Gesprächsteilnehmer gezogen worden. Natürlich lagen die Kabel alle vorher schon, aber die Verbindung kommt erst durch diesen Vermittlungsprozess zustande.
Diese Leitung steht den beiden exklusiv zur Verfügung, sodass die beiden jetzt miteinander telefonieren können. Wie so etwas tatsächlich früher mal aussah, sehen wir auf der rechten Seite. Es gibt natürlich modernere Versionen, die automatisch funktionieren. Hier sehen wir eine Handvermittlung. Wenn ein Anruf hier ankommt, fällt in dem oberen Teil die Klappe derjenigen, die jemanden anrufen möchte. Wir sehen, dass dort oben gerade zwei solcher Klappen geöffnet sind. Der Mensch an der Vermittlung nimmt dann Kontakt mit der Anruferin auf. Die beiden haben ja eine direkte Verbindung zueinander. Er fragt, wen sie sprechen möchte und sagt dann, einen Moment bitte, ich vermittle zu dem gewünschten Gesprächspartner. Er baut dann gegebenenfalls über weitere Vermittlungen auf dem Weg die Verbindung auf. Wenn die Verbindung von der Vermittlung zum Angerufenen steht, nimmt er den Stecker, der zu Anschluss A gehört, die Stecker sehen wir hier im unteren Bereich, und steckt ihn in die entsprechende Buchse, die entweder zum Angerufenen gehört, wenn dieser direkt an die Vermittlung angeschlossen ist, oder zur nächsten Vermittlungsstelle. Wir sehen also, wie hier das Kabel von A nun in die Vermittlung hineinläuft und durch unsere gerade gesteckte Verbindung auf der anderen Seite wieder heraus zu B oder zur nächsten Vermittlung verläuft. Diese Verbindung steht exklusiv für die beiden zur Verfügung. Niemand anders kann in diese Verbindung hineinquatschen, mit Ausnahme der Menschen in den Vermittlungen. Und wenn sich niemand illegal Zugriff auf die Leitung verschafft oder legal mit einer genehmigten Abhörmaßnahme, kommt den beiden niemand in die Quere, während sie miteinander sprechen. Wenn die beiden ihr Gespräch beendet haben, muss die Anruferin dies der Vermittlung mitteilen. Dafür gibt es ein sehr einfaches Protokoll. Sie ruft erneut dort an. Dann fällt wieder die Klappe und weil das entsprechende Kabel schon gesteckt ist, weiß der Mensch in der Vermittlung, dass die Verbindung nun getrennt werden kann. Möchte nun beispielsweise C mit F telefonieren, dann geht das auch. Er ruft bei der Vermittlung an, sagt, ich würde gerne mit F sprechen. Die Leitung wird über diverse Zwischenstationen aufgebaut und bis zum Angerufenen hin durchgeschaltet. Auch die beiden können nun telefonieren. Was passiert, wenn jetzt B telefonieren möchte? B ruft ebenfalls bei der Vermittlung an, aber unsere Vermittlung, hier im Bild links das erste blaue Kästchen, kann leider nur zwei Fernverbindungen zu anderen Vermittlungen verwalten. Wenn nun also eine dritte Person anruft, muss die Vermittlung mitteilen, dass keine Leitungen mehr frei sind, obwohl vielleicht weiter hinten im Netz noch Verbindungen frei wären. In diesem Beispiel ist das jetzt nicht der Fall, aber in jedem Fall hat die erste Vermittlungsstelle ihre Kapazität schon ausgeschöpft und kann daher nichts mehr machen. Nun kann es auch noch passieren, dass eine Vermittlung ausfällt. Wenn die erste Vermittlung, an der A, B und C angeschlossen sind, ausfällt, geht für diese drei gar nichts mehr und daran lässt sich wenig machen, außer die Vermittlung wieder in Gang bringen. Wie sieht die Situation aber aus, wenn die obere Vermittlung, also die zweite Vermittlung auf dem Weg von A zu D ausfällt? Dann würde auch das Gespräch zwischen A und D natürlich sofort beendet werden und es läuft auch nichts mehr, weil die andere Verbindung unten schon belegt ist. Beim nächsten Mal, wenn A anruft, könnte die Verbindung aber über die andere Vermittlung hergestellt werden. Der Ausfall einer Vermittlung ist aber in einem solchen Netzwerk, oder ich sollte besser sagen, bei dieser Art der Vermittlung, mit Problemen verbunden. Gewisse Probleme kann man verhindern, indem man ein anderes Vermittlungsprinzip nutzt, anstelle der gerade betrachteten Leitungsvermittlung, nämlich die sogenannte Paketvermittlung. Die Paketvermittlung setzt voraus, dass wir digitalisierte Daten haben. Wie wir Daten digitalisieren können, haben wir in vorangegangenen Videos in Grundzügen kennengelernt. Wir speichern sie in Form von Zahlen. Bei Texten ist das noch recht einfach, bei gesprochener Sprache nicht mehr ganz so und wenn wir Videos über ein solches Netz übertragen wollen, ebenfalls nicht. Aber die Grundzüge der Codierung haben wir kennengelernt und wer mehr darüber wissen möchte, findet dazu zahlreiche Quellen im Internet. Nehmen wir also im Folgenden an, dass alles, was wir versenden wollen, in digitaler Form vorliegt, also letztlich als numerische Werte, als Bits und Bytes. Dann können wir eine so vorliegende Datei oder einen Datenstrom in Einzelteile zerlegen und diese einzeln auf die Reise schicken. Dazu müssen wir jedes einzelne Datenpaket mit einigen Zusatzinformationen versehen, wie beispielsweise einer Paketnummer, wie wir sie unten in der Abbildung sehen. A schickt dort eine Nachricht los, die offenbar in 7 Datenpakete zerlegt wurde, die hier mit entsprechenden Nummern gekennzeichnet sind. B und C schicken ebenfalls Nachrichten los, die aus mehreren Paketen bestehen. Die Farben kennzeichnen, welche Pakete zusammengehören. Es wird nun keine feste Verbindung aufgebaut wie bei der Leitungsvermittlung, sondern die Pakete werden alle einzeln mit einem Adressaufkleber versehen und in das Netz geschickt. Wenn eine Vermittlung ein Paket erhält, egal in welcher Reihenfolge und egal von wem, schickt sie das Paket weiter in Richtung Empfänger. Eine Art Adressbuch oder zumindest ein Verzeichnis, in welcher Region sich der Empfänger befindet, sprich wo die Vermittlung zu finden ist, an der der Empfänger letztlich sitzt, wird auch hier benötigt. Dabei kann es sein, dass Pakete, die zur selben Nachricht gehören, über unterschiedliche Wege laufen. Betrachten wir zum Beispiel die Nachricht, die Teilnehmer A an Teilnehmer D verschicken möchte. Das sind diese hellbeigen Dinge in dieser Abbildung. Die einzelnen Pakete befinden sich an unterschiedlichsten Stellen im Netz. Die Pakete 1 und 3 sind schon fast da. Paket 3 ist offenbar schneller transportiert worden als Paket 2, das vorher losgeschickt wurde, wie wir an der Paketnummer erkennen. Paket 2 hat wie auch Paket 5 den Weg über die unteren Vermittlungen genommen, während die Pakete 4 und 6 einen anderen Weg genommen haben. Und Paket 7 ist gerade mal losgeschickt worden. Welchen Weg die Pakete nehmen, können die Vermittlungen unterwegs entscheiden. Wir erkennen hier auch schon, dass die Pakete nicht unbedingt in der Reihenfolge ankommen, wie sie abgeschickt wurden. Da hilft dem Empfänger dann die Paketnummer, diese wieder richtig zusammenzusetzen und so die originale Nachricht zu rekonstruieren.
Dieses Verfahren hat einige Vorteile gegenüber der Leitungsvermittlung. Wie gerade gesagt, können die Vermittlungen unterwegs selber entscheiden, wie das Paket weitergeschickt werden soll. Dabei können sie aktuelle Informationen über das Netz mit berücksichtigen. Gibt es irgendwo einen Stau, kommen die Datenpakete also nicht schnell voran, können sie umgeleitet werden. Fällt eine Vermittlung aus, können die Datenpakete ebenfalls auf einem anderen Weg versendet werden. Und falls unterwegs ein Paket verloren gegangen sein sollte, wird der Empfänger das anhand der Nummern feststellen und kann das einzelne Paket bei A erneut anfordern. Im Zusammenhang mit dem Internet werden wir uns noch anschauen, wie das dann tatsächlich realisiert wird, welche Zusatzinformationen man benötigt, damit die Pakete ordentlich am Ziel ankommen und wie man gegebenenfalls sozusagen Nachforderungen stellen kann, wenn ein Datenpaket nicht ankommt. Wir sehen hier außerdem, dass die Leitungen nicht exklusiv für ein Benutzerpärchen zur Verfügung stehen. Vielmehr werden auf dem oberen Weg von der zweiten zur dritten Vermittlung die Pakete 5, 2 und 4 über dieselbe Leitung gesendet oder unten die Pakete Blau 3, Beige 5, Rosa 4 und Blau 2, obwohl sie verschiedene Absender und unterschiedliche Empfänger haben. Die beige Verbindung, die ist die von A nach D, die blaue Verbindung ist die von B nach E und die rosa Verbindung die von C nach F. Und wir sehen auch noch, dass obwohl die Vermittlung ganz links ja nur zwei ausgehende Leitungen hat, trotzdem alle drei Leute, die an ihr angeschlossen sind, ihre Nachrichten senden können. B muss nicht warten, bis A oder C ihr Gespräch beendet haben, wie bei der Leitungsvermittlung, sondern kann einfach mit seinem Gesprächspartner kommunizieren. Alle Teilnehmer teilen sich diese Leitungskapazitäten. Das hat durchaus auch gewisse Nachteile, die wir beispielsweise bemerken, wenn wir so etwas machen wie im Rahmen dieser Vorlesung während der Corona-Pandemie. Wenn wir synchron kommunizieren wollen, also an Audio- und Videokonferenzen teilnehmen, teilen wir die Leitungskapazitäten. Das kann dann schon mal dazu führen, dass das Bild fehlt oder schlechter wird, dass Nachrichten oder Datenpakete verloren gehen. Dann fehlen uns einfach ein paar Bilder. Manchmal fehlt uns auch der Ton, was meistens noch ärgerlicher ist. Wenn das Bild ruckelt, stört das meist weniger. Aber wenn der Ton schlecht ist, versteht man den anderen gar nicht mehr richtig. Wie mit solchen Problemen umgegangen wird, entscheiden die Entwickler der Software und so gibt es da eben Situationen, in denen die eine oder die andere Software besser geeignet sein kann. Es liegt in diesem Prinzip der Paketvermittlung begründet, dass solche Arten der Kommunikation nicht perfekt funktionieren. Das würde bei einer Leitungsvermittlung besser funktionieren, aber die Leitungsvermittlung hat andere Nachteile, wie wir gesehen haben. Nicht zuletzt auch den Nachteil, dass, weil wir eben die Leitung exklusiv für ein Verbindungspärchen reserviert haben, natürlich auch diese beiden die Kosten dafür tragen müssen. Was wir heute Flatrate nennen, hieß früher Standleitung und war für Privatpersonen undenkbar. Das soll ein ganz kurzer erster Blick in die Telekommunikation, Protokolle und das Thema Leitungs- und Paketvermittlung gewesen sein. Auf dieser Grundlage aufbauend können wir uns nun anschauen, wie die Kommunikation im Internet funktioniert. Tschüss, bis zum nächsten Video.